Willkommen bei den WOT Brothers. Normalerweise werden hier täglich Videos hochgeladen, beziehungsweise ein Video von Runden, die sehr gut gelaufen sind. Und das wird es auch weiterhin in Zukunft geben. Also weiterhin unseren Kanal anschauen und die Videos genießen. Ihr werdet euch aber jetzt denken, warum sehen wir diesen seltsamen Typen jetzt hier und was soll das? Bevor ich auf diese Frage eingehe, noch eine kurze Info. In unserem Video-Tutorial, das hier mit der Einleitung beginnt und sich World of Tanks durchleuchtet nennt, geht es nicht um Panzer, Munition oder Karten oder sonstiges. Es gibt genug Videos auf YouTube, die sich dieser Thematik annehmen, und es gibt sehr gute YouTuber, die das machen. Mit diesen Leuten möchten wir uns gar nicht messen, die sind sehr gut und wie gesagt, von denen gibt es genug. Außerdem würde mich persönlich das langweilen, das zu machen, was viele machen, aber ja, so viel zu dem. Also, warum seht ihr mich? Eigentlich lässt sich das sehr einfach mit folgender Frage beantworten. Wie würden die meisten Spieler auf die Frage reagieren bzw. die Frage beantworten, wer gewinnt ein Gefecht? Ja, wer gewinnt ein Gefecht? Die meisten würden sicher sagen, das Team, welches besser spielt. Ich frage euch, ist das wirklich so? Ist wirklich immer bei World of Tanks das Team vorne dran oder das Team, das erfolgreichere, das besser spielt? Ist das wirklich der Fall bei World of Tanks? Schaut euch mal eure Gefechte an und die Gefechte, die ihr in Zukunft habt, und fragt euch wirklich, wart ihr wirklich viel schlechter oder waren vielleicht andere Einflüsse mit im Spiel, die das Spielgeschehen gelenkt haben? Also, welches Team gewinnt das Spiel? Ich habe mittlerweile über 20.000 Gefechte auf meinem World of Tanks Buckel und ich konnte mir einiges an Erfahrung aneignen und einiges in World of Tanks beobachten und habe seit circa einem halben Jahr einige Dinge gesammelt, unter anderem Videos, Screenshots, und war in Foren aktiv und habe Meinungen eingeholt. Und jetzt, nachdem ich genug Video- und Bildmaterial gesammelt habe, möchte ich dies niemandem vorenthalten und euch zeigen, beziehungsweise unsere Meinung zeigen, was in World of Tanks nicht immer sauber läuft. Falls ich nun euer Interesse damit geweckt habe, so schaut regelmäßig rein. Es wird jeden Montag ein neues Video von World of Tanks durchleuchtet geben und ich bzw. wir werden euch zeigen, was wir in diesem halben Jahr aufdecken bzw. finden konnten, und das ist sicher für den einen oder anderen von euch interessant. Also, schaut rein!